Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Schaut mal, was ich wieder Schönes besorgt habe. Von der Firma Phaser aus Finnland habe ich diese Bonbons hier besorgt, Marianne. Und das sind so ja Pfefferminz-Bonbons mit einer Schokoladenfüllung. Also das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant, als ich die gefunden habe. Deswegen habe ich sie jetzt einfach mal mitbestellt und die werden wir jetzt probieren. Okay, gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und na, raus damit. So, ja, jede Menge drin. Okay, dann werde ich jetzt den Testteller vorbereiten und dann probieren wir. So, schon geht's weiter. Ein Bonbon habe ich jetzt in der Mitte durchgeschnitten. Das vergleichen wir jetzt mal mit dem Bild auf der Verpackung. Ich würde sagen, es sieht relativ identisch aus. So sieht das Ganze dann aus der Nähe aus. Man kann hier schön die Schokoladenfüllung erkennen. Außenrum ist dann ja so ein Hartbonbon mit Pfefferminzgeschmack. Na gut, dann probiere ich jetzt mal. Ja, es riecht auch schon schön nach Pfefferminz und ich probiere es. Ja, dann fangen wir mal mit der Konsistenz an. Außenrum haben wir so ein Hartbonbon, was einen angenehmen Pfefferminzgeschmack hat. Ist jetzt nicht irgendwie starker Pfefferminzgeschmack oder stark wie bei so einem Hustenbonbon, sondern wirklich schön, mild und dezent. Ja, und im Inneren haben wir dann eine leckere Schokolade. Ja, ich hatte jetzt eigentlich noch gedacht, dass die Schokoladenfüllung im Inneren flüssig ist. Ist aber ganz normale Schokolade, die zergeht auch sofort im Mund. Also ist jetzt keine Billigschokolade oder sowas. Schön zart schmelzend. Intensiver Schokoladengeschmack, nicht zu süß. Also beides passt auf jeden Fall super zusammen. Ich meine, in dieser Kombination habe ich auch schon mal Bonbons gegessen. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, von welchem Hersteller die waren. Aber die hier sind wirklich sehr, sehr gut. Schmecken mir, würde ich auch nochmal kaufen. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Und dann gibt es meine Bewertung. Ja, für diese leckeren Pfefferminzbonbons mit Schokoladenfüllung aus Finnland vergebe ich 2 Daumen nach oben. Ja, für den Dreifachdaumen reicht es dann nicht ganz, ist jetzt für mich keine Highlight-Sorte. Und wie gesagt, so habe ich die auch schon mal gegessen von irgendeiner anderen Firma, also auch nichts Neues oder so. Trotzdem, wie gesagt, solide Bonbons kann man auf jeden Fall mal machen. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.